grüße euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal von euromil.com. Ich möchte mit euch heute Spare Ribs zubereiten und die werden wir in einer Cola-Marinade machen. Ich wollte eigentlich draußen grillen, aber das Wetter ist wirklich so schlecht, dass wir sie heute im Backofen machen werden. Aber natürlich könnt ihr dieses Rezept auch ganz einfach auf dem Holzkohlengrill oder dem Gasgrill, was ihr halt habt, machen. Und wir brauchen dafür Spare Ribs. Man rechnet so pro Person ca. 500 bis 600 Gramm. Wir brauchen Cola und dann Gewürzen haben wir. Gepressten Knoblauch, Marillenmarmelade, meine Marillen sind deine Aprikosen für alle Leute aus den österreichischen Nachbarländern, Chiliflocken, Paprika, Salz, scharfen englischen Senf. Also wir haben süß, wir haben scharf, wir haben natürlich fruchtig pikant, wir haben noch einmal süß und so brauchen wir zum Ausgleich noch etwas Essig, also ein bisschen Säure. Ich bin jemand, der die Rippchen gern vordämpft und daher habe ich etwas Wasser mit Salz und Pfeffer abgeschmickt schon zum Kochen gebracht und da drinnen werde ich meine Ripperl jetzt 10 Minuten dämpfen. Wir werden jetzt unsere Rippchen vorbereiten. Die habe ich schon vorgedämpft. Sie haben immer auf der Unterseite eine Silberhaut und wenn die euer Fleischhaar noch nicht entfernt hat, die lässt sich ganz einfach abziehen. Ist ein Stück Bindehaut. Die stört aber schon beim Essen. Die bleibt immer hart. Und die nimmt man ganz einfach und zieht sie vom Fleisch ab. Muss man sowieso nur ein bisschen anheben. Also du siehst, die lässt sich recht problemlos entfernen. Und so zugeputzt sind unsere Spare Ribs dann wirklich ein Genuss. Und wir werden sie jetzt einmal marinieren. Dazu gebe ich das Cola und den Essig zu den restlichen Marinadezutaten. Rühre das alles schön durch. Kommt jetzt großzügig auf mein Fleisch drauf. Ist natürlich wie immer am besten, wenn du das schon am Vortag machst und sie über Nacht in der Marinade ziehen lässt, weil dann gibt sie dem Fleisch so richtig herrlichen Geschmack. Und so lassen wir es jetzt im Kühlschrank ziehen. Ich habe die Spare Ribs jetzt in eine Bratpfanne geschichtet. Das Wasser vom Blanchieren, das gebe ich dazu. Ein bisschen Cola habe ich noch dazu gegeben. Und so kommen sie jetzt in den Backofen. Warum ich die Rippchen blanchiere? Ich spare mir dadurch schon fast 20 Minuten Garzeit. Ich finde, dass das Fleisch dann schöner aufgeht und dass sie saftiger bleiben. Und wie gesagt, es geht auch viel, viel schneller, dass sie durch sind. Und jetzt kommen sie bei 180 Grad auf mittlerer Schiene in den Backofen. Die Spare Ribs in Cola Marinade sind fertig. Ganz zart. Ihr könnt sie, wie gesagt, im Ofen machen oder auf dem Grill. Ich habe sie mehrmals mit Marinade und mit Bratensaft bestrichen. Und jetzt werden wir diesen herrlichen Genuss servieren. Vielleicht habe ich dir ja jetzt Lust auf herrliche, frisch gemachte Spare Ribs machen können. Du musst sie nicht immer mariniert kaufen, mach dir doch die Marinade selbst. Dann weißt du ganz genau, was da drinnen ist. Ein herrliches Gericht für den Backofen oder den Grill für den Sommer. Ich freue mich, dass du dabei warst bei Gabis Kochbuch. Bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal.